Morgen zusammen. Mein Name ist Stefan Decker. Ich bin Naturfilmer und Umweltpädagoge aus Bonn. Ich nehme euch heute mit zu meiner Arbeit. Jetzt im frühen Frühling haben wir hier ein wunderschönes Naturschauspiel und da machen wir uns heute auf die Suche. Wir sind ein kleines bisschen spät dran, müssen uns ein bisschen beeilen. Also ich würde sagen, auf geht's. Wer mir auf Instagram folgt, mag erahnen, welchem Tier ich heute auf der Spur bin. Schon einige Zeit bin ich auf der Suche nach einem Brutpaar der Haubentaucher. Die Balzrituale bei dieser Tierart sind vermutlich mit die am schönsten anzusehenden zu dieser Jahreszeit. Ein einzelnes Tier konnte ich schon vor längerer Zeit in einem kleinen See beobachten. Haubentaucher leben in Saisonehen. Und heute möchte ich nachsehen, ob mein befiederter Freund immer noch alleinstehend ist. Heute scheine ich Glück zu haben. Jetzt heißt es nur noch, sich unbemerkt nähern und dann ganz viel Geduld haben. Der frühe Morgen am See. Ich liebe diese Stimmung, wenn noch kaum ein Mensch unterwegs ist. Die Tarnung erlaubt es mir, das Leben am Wasser völlig ungestört zu beobachten. Zwei Nilgänse haben Stellung am Ufer bezogen. Vor allem zur Brutzeit leben diese Gänse sehr territorial und dulden keine anderen Entenvögel in der Nähe. Das Teichhuhn geht ihnen bei seiner Futtersuche lieber aus dem Weg. Eine Plattform im Wasser wird von einer der Gänse als potenzieller Brutstandort begutachtet. Interessiert oder verständnislos wird sie dabei von einer Schildkröte beobachtet. Das Teichhuhn muss bei der Gefiederpflege mit einem Ast als Ansitz vorlieb nehmen. Offenbar hat die Plattform den Ansprüchen nicht Genüge getan. Und während Schildkröte und Teichhuhn das Treiben weiter beobachten, wird die Plattform von einer anderen Tierart erkundet. Zielobjekt Haubentaucher gefunden. Also, wenn man sich den Haubentaucher mal an Land anschaut, dann wird ziemlich schnell klar, dass er hier absolut nicht in seinem Element ist. Dafür sind Haubentaucher, wie der Name schon sagt, hervorragende Taucher. Bis zu 50 Sekunden können sie unter Wasser die Luft anhalten. Und jetzt der Frühling ist für mich die schönste Zeit des Jahres, Haubentaucher zu filmen, denn die Tiere sind jetzt mitten in der Balz und tragen ihr wunderschönes Prachtkleid und bei den Haubentauchern sind das Männchen und Weibchen.
Das Balzverhalten der Haubentaucher zählt zu einer der schönsten Rituale der heimischen Vogelwelt. Es beinhaltet verschiedene Abfolgen von Bewegungen. Das gemeinsame Aufrichten der Paare auf dem Wasser, das Überreichen von kleinen Geschenken und auch der gemeinsame Nestbau ist hier mit eingebunden. Die Nester bauen die Haubentaucher schwimmend. Manchmal kommt es sogar vor, dass sie dabei zwei Nester anlegen. Viele Stunden habe ich diese Woche hier gesessen. Ich liebe es, mit der Natur zu verschmelzen und das Leben um mich herum völlig unbemerkt zu beobachten. Das war's schon für heute. Es ist zu hell, zum Filmen nicht mehr wirklich brauchbar. Ich mache mich auf den Heimweg. Wenn die Brut Erfolg hat, dann sitzen die Haubentaucher ungefähr etwas weniger als einen Monat auf den Eiern. Das heißt, etwas später im Frühling kann ich wieder hierher kommen und hoffentlich die Küken beobachten und filmen. Euch würde ich wieder mitnehmen, wenn ihr mögt. Abonniert den Kanal, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.